Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil 4. Hallo, das Brenda. Remake, hallo, grüße dich. So, wir sprengen jetzt, würde ich sagen, ja? Sprengung, achso, ich muss oben lang. Sprengung, liebe Freunde. So, nochmal kurze Karte checken. Oh, das sieht alles wunderbar clean aus hier. Haben wir richtig gut aufgeräumt, Freunde. Da sowieso. Wand mit Durchbruch. Kann ich jetzt, könnte ich jetzt theoretisch mit... Geht das? Verschlossene Schublade. Könnte ich jetzt nochmal zurückgehen? Nee, ne? Nee, ich war ja runtergeflogen. Nee, nee, nee. Apropos, wo ist er eigentlich? Egal, ich springe jetzt einfach... Ach, da. Zack. Oh, der guckt aber auch ein bisschen angepisst jetzt. Ja, und ich kann nicht mehr zurück, wie es... Doch, kann ich. Doch, ich kann zurück. Alter, wie geil, was für fette... Hältst dich erstaunlich gut. Sicher, dass du bloß ein Forscher bist? Ich bin nur ein normaler Typ, der zufällig gut bei Frauen ankommt. Vor allem, was ist denn hier? Hätte ich hier auch sprengen können? Nee. Das ist einfach nur so. Boom. Junge, höre doch auf, bitte so zu atmen. Geil, Arena. Juhu. Werter Herr. Ein wahrer Gentleman. Du schuldest mir was. Luis, über dir! Wir sind quitt. Läuft das bei dir immer so? Die zwei Riesen besiegen, natürlich! Wie passend! Für jeden von uns ein! Überlass den hier dir! Oh Gott! Was ist denn da für ein Hebel? Luis, stell dich nicht in die Mitte, ich schätze mal, das geht dann auf. Okay. Alles klar. Das heißt, ich müsste den ja nur einmal darauf locken. So, erstmal, was haben wir hier? Alles einsammeln, Freunde. Alles einsammeln. Wie im dritten Teil mit Mr. Tyrant. Ja. Schön erstmal alles einsammeln. Beziehungsweise Nemesis hieß er ja da. So. Kommst du recht, Luis? So, okay. Sehr gut. Ich glaube, wir stehen hier gut. Luis, geh weg da! Ach, da latschen die nicht rein, ne? Nee. Okay. Ja, aber wie schaffe ich es denn, dass die da stehen bleiben? Komm mal her, Großer. Komm mal mit. Ah! Jetzt, komm. Aua!
Nein, jetzt ist er zurückge... Geht doch mal in die Mitte! So, wie es hier baumelt. Ich fress mal so eine grüne Pflanze. Ja, komm in die Mitte, komm in die Mitte, komm in die Gruppe! Hat sich bewegt? Nee. Geh weg da! Wo ist... Oh, Alter, stand der gerade da drauf? Jetzt komm! Das... Los geht's. Die jumpen halt immer wieder zurück! Was soll ich machen? Ach so, ich muss ihn... Ah, ich glaube ich... Ja, okay. Muss ihn wahrscheinlich besiegen. Okay, pass mal auf. Hier. Zack. Shit, keine Chance bei der Rüstung. Guck mal. Sobald ich da die Finger dran... Nee. Okay, wir müssen... Ich muss ihn in die Knie zwingen. Und zwar hier in der Mitte. Kann ihn nur am Kiefer treffen. Komm in die Mitte, Großer. Komm in die Mitte. Komm ran hier. Oder du. Der Wurm. Komm her mit deinem Räudigen. Komm ran hier. Genau das meine ich. Ja? Zücken, 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 zücken. Ich will halt die ganze Muni jetzt nicht verschwinden. Hui, Junge. Komm hier in die Mitte. Shit. Shit, 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 shit. Ich muss den hier in der Mitte erledigen. Komm her. Komm her. Komm her mit einem ekligen. Komm ran. Oh, shit. Okay, ich muss wieder... Das ist so eine Verschwendung. Komm jetzt her mit deinem Wurm. Das ist... Das war's doch noch nicht. So, jetzt gibt's hier mal eine richtig dicke. Aber er muss erst in die Mitte kommen. Genau, genau, genau. Sorry, halt unseren Freund kurz beschäftigt. Hey, wo willst du hin? Was macht er denn jetzt? Komm her mit deinem schönen Kiefer, Junge. Leon! Hier drüben! Lieferung! Ha! Hab ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Webcam Leon, vergessen. Ja, ja. Komm her, wackel nicht so. Achtung! Wackel nicht so! Boom! Sehr schön! Genau wie geplant! Alles klar, geben wir ihm den Rest! Perfektes Timing!
Ist er echt schon down? Du kleiner Lümmel? Ich glaube, hier können wir durch. Schmelzofen. Okay, ich glaube, wir haben auch hier alles eingesammelt. Verdammt, ey. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück, ne? Die Schätze. Die Schätze. Wie sieht's aus? Luis? Okay, ist offen. Danke, weg da. Die pferchen die Dinger sogar hier unten ein? Das hier ist für sie heiliger Boden. Hier unten haben sie Las Plagas entdeckt. Eingeschlossen in uralte Bernsteinvorkommen. Na klar, was auch sonst. Alter, du... Junge, ist der am Röcheln. Ist ja noch schlimmer als mit Ashley. So, Freunde. Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding fahren. Siehst du noch eine andere Möglichkeit? Hier können wir wieder speichern, aber ich bin zu krass. Was, echt jetzt? Geil. Schieb uns an, Sancho. Geil. Na also, wir fahren. Damit sollten wir etwas Zeit gewinnen. Ich glaub nicht, was ich hier mache. Hey, wir haben's eilig, oder? Ach, übrigens. Was noch? Stehst du auf Nervenkitzel? Oh, 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 okay, okay, okay. Scheiße, das Ding wird kippen! Scheiße! Unternimm was gegen diese Bretter! Mhm. Hey, wechsel das Glas! Wenn nicht, sind wir Matsch! Oh, oh, da ist noch eine, da ist noch eine Kartbahn. Juhu! Hey, wir kippen zur Seite! Ja, ja, ja! Ja! Scheiße. Oh, wie schlecht bin ich denn? Und hab unendlich Schuss, okay. Nice. Da vorne! Schieß auf die Bretter! Ja doch. Alles gut. Haben wir mal ein bisschen Ruhe. Naja. Linkskurve! Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Hey, wir kippen zur Seite! Ja, du, ich sitz auch hier drin, ich merk das. Oh, oh, oh Gott, okay, alles cool, alles cool. Hallo Opa. Wissen Sie, wo es hier rausgeht? Genial von euch, einfach so ein Fass mit. Haben wir noch volles Leben mit unserem Minecart hier. Das war's? Was das? Träum weiter. Jetzt geht's erst richtig los. Schade. Schade. Komm, gehen wir nochmal zurück. Das war lustig. Steht denn da? Alter. Oh, das ist so... Oh mein Gott. Correr peligroso, podéis escapar.
Na, kommt schon. Oh. Weg, 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 weg! Schaff ich, schaff ich, schaff ich? Nein, schaff ich nicht. Ich hör schon wieder so einen Wackelkopf. Weinkanne! Wo ist er? Wo ist er? Ach da. Bing! 4 von 16. Wow. Ich habe sie alle gefunden. Nicht. So. Da ist auch noch eine rote Pflanze. Zack. Zack. Geile Nummer. Okay. Weiter geht's. Ja. Ja, wir können nochmal fahren. Wie cool. Let's go. Okay. Weiter geht's. Nicht nochmal. Oh, doch, Baby. Hey, wir kippen zur Seite. Ja, doch. Scheiße, das Ding wird kippen. Niemals, niemals. Nein, ich erst schon wieder. Verdammt. Fuck, 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 fuck. Mann hat uns erwischt. Niemals, Opa. Ja, ja. Ups. Da habe ich wohl nicht gelenkt. Der hat es mir halt einfach nicht oft genug gesagt. Luis, du musst das öfter sagen. Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Hey, wir kippen zur Seite! Hey, wir kippen zur Seite! Scheiße, das Ding wird kippen! Pass auf. Boom. Jawohl. Oh geil, jetzt sind wir draußen. Sehr cool. Wir entgleisen! Hilf mir mal kurz! Was war da? Nein! Oh! Hallöchen! Komm her, komm her! Alter! Oh! Fuck you! Scheiße, scheiße! Nein, der schon wieder! Scheiße, das Ding wird kämpfen!
Jo. Sehr geil. Gefällt mir sehr geil, das Level gerade. Okay. Sancho. Frag halt. Oh, Mann. Aber eigentlich passt es ganz gut. Komm, wir nehmen den Lift. Eieieiei. Da ist ein Schatz. Oh mein Gott, ich hätte einen Schatz einsammeln können. War das nicht hier auf der Kartbahn? Alter, aber... Guck mal hier, das Stückchen sind wir gefahren. Zack, 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 zack. Lol. Okay. Oder? Womit habe ich das verdient? Auf dem Weg außenrum kommen wir auch hin. Womit habe ich das verdient? Ist das nervig. Was soll das? Was soll das? So. Hui. Zack. Okay, hier geht's wieder hoch. Okay. Whatever. Ich hab's geahnt. Oh nein, 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 nein. Nicht die. Nicht die. Nein! Sehr gut, sehr gut. Boom, Junge. Na. Oh. Von da kommen sie, von da kommen sie. Pass auf. Nicht die schon wieder. Bitte nicht. Bitte nicht. Ein neuer Auftrag. Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefern zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Auftrag, alle Eingänge zur Brutstätte zerstören. Gebiet, Brutstätte, 4 Spinels. Geil. Komm her. Komm her. So. Komm schon. Du weißt, was zu tun ist. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Boom. Okay. Es nimmt kein Ende. Nee, wir müssen höher, wir müssen höher. Er kann das auch, cool. Nice. Ja, einfach gehen, einfach gehen. Luis! Luis! Ich glaube, ich... Bekreuzigt er sich erstmal. Ich glaube, ich brauche dich hier, Luis.
Oder? Ich komme da nicht hoch. Hä? Wie komme ich da hoch? Ich komme nicht hoch. Luis! So, hier lang? Nee. Hier geht's doch nicht lang. Doch, hier geht's lang. Ups. Ich hasse Insekten. Wie wär's, wenn du dich um die kümmerst? Alter, mach ich doch die ganze Zeit. Mit weniger reden und mehr schießen. Hey, ich hab das Köpfchen, du die Muskeln. Natürlich. Wo ist dies verdammt? Drauf da! Sehr schön. Oh Gott, nein, nicht die Magnum. Das war die Nummer 3. Wie viele Eingänge soll ich zerstören? 3. Boom, Junge! Mhm. Mhm. Ja. Was haben wir hier Schönes? Ein Goldplättchen. Links. Kann ich also auch was Schönes zusammensetzen dann. Okay, okay, okay. Da war ein räudiger Schatten. Hier, hier wird nischt. Junge, was du hier verballerst an Munition. Das ist nicht mehr feierlich. So, wo ist denn hier letzte Pustel? Ach, jetzt bin ich wieder hier, oder was? Okay. All das nur, ne? All das nur, um hier rüber zu kommen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht von da einfach nach hier rüber springen könntest. Ja, oder hier links an dem Geländer, das sieht doch, das ist doch stabil noch. Ja, komm. Guckst du so? Stehst du so cool da, hä? Denkst du, bist cooler als ich? Mit deiner coolen Lederjacke? Bin ich erledigt. Da weiß man solche Technik doch zu schätzen. Ich kapier's nicht. Warum dein Leben riskieren? Du kennst uns doch gar nicht. Hab ich doch gesagt. Damit ich mich besser fühle. Komm ich noch? Komm schon, sei einmal ehrlich. Los Illuminados. Ich hab für sie gearbeitet. Siehst du, wusste ich's doch. Euch zu helfen, macht das nicht wieder gut. Das weiß ich. Aber ich will nicht, dass noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Wenn das so ist... Verdammtes Umbrella. Häng dich gefälligst rein. Harsche Worte für einen Knappen. Das Ding ist, ich hab doch aber jetzt gar nicht den... Scheiße. Endlich raus aus dem Höllenloch! Die frische Luft ruft unseren Namen. Borfin. Denn wenn wir erstmal hier sind, bedeutet das, wir sind fast... Fast was?
Luis! Lange nicht gesehen, Rookie. Major Krauser? Was soll das? Warum? Sicherung von Diebesgut. Und nebenbei Beseitigung von ein paar Ratten. Einfacher Job. Ashley, das waren Sie. Du kapierst schnell! Was hab ich dich gelehrt? Messer sind schneller. Nicht schlecht! Wer bist du denn, Junge? Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. Ich habe mich hierzu entschieden, als freier Mann. Messerangriff, okay. Zu langsam. Komm her. Major, Sie können nicht klar denken. Komm her. Oh, ich denke klar wie nie zuvor. Jetzt konzentrier dich und tu, was du kannst. Mehr hast du nicht drauf. Komm ran, komm ran. Sie haben uns getötet. Keine Ehre, keine Gnade. Nur zerstörerische Kraft. Alter, jo. Was ist falsch daran, das Gleiche für mich zu machen? Komm her. Ich verstehe Sie ja. Ach, jetzt muss ich auch... Oh, fuck. Unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Was für eine Verschwendung. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt auch den Auftrag verkackt. Boah, das nervt. Werden Sie von diesem Kult kontrolliert? Das hat nichts mit denen zu tun. So, pass mal auf. Pass mal auf. Herstellen. Zack. Ich hab mich jetzt entschieden, freier Mann! Sehr schön. Nicht übel. Na los. Major, Sie können nicht klar denken. Scheiße. Oh, ich denke klar wie nie zuvor. Jetzt konzentrier dich und zeig mir, was du kannst. Ein Soldat wie Sie... der für solche Irren arbeitet. Wieso? Wieso? Okay, das Blöde schon ist... vergessen, was vor 2 Jahren passiert ist? Operation Javier? Operation Javier. Meine ganze... Scheiße, Mann. Und unsere Regierung hat einfach zugesehen. Hast du in den... Oh, da ist noch eine rote Pflanze. Okay. Herstellen. Zack, Junge. Wie ich dir beigebracht habe. Hey, ich hab E gedrückt. Ihr Penner. Jo! Darf ich bitte aufstehen? Was ist falsch, das Gleiche für mich zu wollen. Ah. Ich verstehe es ja. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber Sie können deshalb nicht unschuldigen Menschen schaden. Genug gespielt, Rookie. Du hast dich kein Stück verändert. Was für eine Enttäuschung.
nicht gut aus, mein Freund. Ein herber Verlust für die Frauen dieser Welt. Nicht reden. Nimm den. Der Schlüssel zu meinem Labor. Geh dorthin und entferne die verdammten Parasiten. Ashley. Ich hab ein scheiß Leben geführt. Aber jetzt, hä? Was denkst du, Leon? Menschen ändern sich, oder? Freunde. Kapitel beendet. So, Kapitelergebnis. Genauigkeit 82%. Dreimal gestorben. 72 Gegner getötet. Also, es ist sehr schade, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, Freunde. Aber jetzt ist es so. Was soll ich tun? Es ist so. Ich hab's verkackt. Ja, und jetzt muss ich damit leben. Möchten Sie Ihren Fortschritt speichern? Wisst ihr, und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, es spielt gar keine Rolle. Es spielt gar keine Rolle, wie oft du in diesem Spiel speicherst. Ich glaube, das zählt nicht zu deiner Wertung am Ende. Weil die hast du ja immer am Kapitelende, ne? Also wichtig sind, wie oft du gestorben bist, wie viel Schaden du erlitten hast, wie lange du gebraucht hast und so. Also ich glaube, das spielt keine Rolle. Aber es spielt auch insofern keine Rolle, ob ich jetzt speichere, weil es sowieso immer am Anfang von jedem Kapitel einen Speicherpunkt gibt, ja. Und ein automatisches Speichern und so. Deswegen muss nicht sein. Hast tapfer gekämpft, Don Quixote. Kapitel 12. Krauser. Ja, zum Aufzug komme ich jetzt nicht mehr zurück. Ich meine, er könnte ja easy hochspringen und wir könnten nochmal zurück, aber das Spiel will nicht. Ich denke mal, zur Brutstätte kommen wir nicht mehr zurück. Schade. Aber wie gesagt, Freunde. Ich darf da nicht mit so viel Perfektion rangehen. Ne? Also, ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht jeden Auftrag habe und so. Am Ende, was gibt's dafür? Es ist ja nicht storyrelevant. Ihr seht ja dadurch nicht weniger. Das Einzige, was ich dafür kriege, sind halt ein paar Spinels. Ja. Was soll's? Hallo? Mhm. Leon, ich habe nicht viel Zeit, also hör gut zu. Sie haben deine Freundin auf den Uhrturm gebracht. Beeil dich, dann schaffst du es vielleicht, bevor es zu spät ist. Ah, du bist also doch nicht herzlos. Ich schätze, ich sollte mich bedanken. Ja, stimmt. Zum Uhrturm gehen. Oh, hübsch. Oh, nur das Beste vom Besten. Was hast du hier noch hängen? Schande der Familie, Ramon Salazar, dieser Widerling. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendwas zu bewerfen. Auftrag Ramons Porträt verunstalten, Gebiet, siehe beigefügtes Foto.
Mhm. Was haben wir hier noch? Juwelendieb, kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienerbstück und soll nicht als Vogelspielzeug enden. Auftrag, einen zerkratzten Smaragd verkaufen. Im Burghof. Alles klar. Na? Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? So, was haben wir hier? Ich guck nochmal schnell. Hier unter Schätze. Ich habe aber immer noch keinen. Ich warte mal noch, Freunde. Edelsteine einsetzen. Zack. Und, nein. Edelsteine einsetzen. Zack. Können wir verticken. Ansonsten, das können wir verkaufen. Jo. Können wir ein bisschen was verkaufen. Verkaufen. Die goldene Sanduhr. Goldplättchen würde ich mal noch behalten. Die Weinkanne. So, das soll es erstmal gewesen sein. Zack. Danke. So, reparieren. Holy shit. Kleinigkeit. Teurer Spaß. Reparieren. Zack. Weiterhin viel Glück, Fremder. Hier haben wir das Spezial-Upgrade. Da muss ich mir noch überlegen, ne? Erhöht die Angriffskraft auf das 1,5-fache. Angriffskraft finde ich immer am geilsten. Du hast ein Ticket, stimmt's? 100.000 soll das kosten. Such dir eine Waffe aus. Ich kümmere mich um den Rest. Erhöht die Angriffskraft auf das Doppelte. 4,6. 4,9 haben wir hier. Die Magnum, ne? Erhöht die Angriffskraft auf das 1,5-fache. Alter, das wäre so ein Killer, aber von der haben wir halt nicht viel Schuss. Also Gewehr wäre schon sehr sexy. Na dann, was kann ich für dich tun? Was hast du denn hier noch so? Koffererweiterung. Ich garantiere dir ein paar Vorratskäufe. Gute Entscheidung. Minenaufsätze. Nee, lass mal. Komm jederzeit wieder. So, wir können jetzt zum Beispiel, mal Magnum-Munition machen. So, dann habe ich noch 5 und damit kann ich noch Pistolen-Munition machen. Wuppdidu. Das sieht doch ganz gut aus. Minenaufsätze könnte ich verkaufen, Bolzen könnte ich verkaufen. Die nehmen auch Platz weg. Come on. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? So, die Bolzen kannst du alle ich haben. Ich kaufe fast alles. Und die Minenaufsätze kannst du haben. Zack. Ein hervorragender Deal. Und das war's. Den Rest behalte ich. Kann ich sonst stirbt da draußen nicht weg? Nochmal sortieren. Das sieht doch ganz gut aus. So machen wir das. Ich spare mal noch die Kohle. Boom! Was sagt die Zeit? Ein bisschen haben wir noch. Schauen wir mal hier. Och nee, jetzt bin ich wieder hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Kommen die Fliegen wieder? Ja, aber bedeutet das theoretisch? Nee, oder? Verschlossener Schatz. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich muss in die andere Richtung. Ich könnte jetzt auch nochmal alles ablatschen, ne? Könnte ich machen. Thronsaal? Lass nochmal kurz gucken. Aktenaufträge. Scheiße, 3 Aufträge fehlen mir noch. Das habe ich. Ja, hier steht auch gescheitert. Das, ja. Werde ich wohl nicht mehr schaffen. Oh, ist das räudig. Und dann finde ich, das regt mich dann wieder auf. Ne? Dann den Rest finde ich dann wieder, schließe alles ab, nur das nicht. Nur das nicht.
Yo. Dann machen wir Folgendes. Ich würde sagen, wir... Aber es ist halt im Burghof, ne? Und Ramons Porträt verunstalten. Ich weiß auch nicht genau, wo das war. Freunde, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, ich mache doch jetzt hier erstmal Feierabend. Und in der nächsten Folge würde ich dann vielleicht nochmal schnell... Beziehungsweise... Das könnte ja auch der... Nee, das ist nicht der Burghof. Nee, da müssen wir weiter zurück. Ich gehe nochmal schnell zurück, speichere da und in der nächsten Folge checken wir das mal alles ab. Ne? Hoffe ich, dass ich den zerkratzten Juwel finde oder das zerkratzte Juwel und Ramons Bild verunstalten kann. Da muss ich nochmal zurück. Das ärgert mich jetzt echt ein bisschen mit. Das ärgert mich. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.